Südamerika vor der Revolution. Norbert Nelte für die Basisdemokratische Räterepublik. In Südamerika gab es in den 1970er Jahren viele Militärdiktaturen. In Chile, in Argentinien, Brasilien, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay und Bolivien. Fast überall in Mittelamerika das Gleiche. Die Militärdiktaturen arbeiteten in der Operation Condor eng mit dem CIA zusammen. Oft wurden die Militärdiktaturen vom CIA erst initiiert und unterstützt. Vom amerikanischen Außenministerium, der ITT, Rockefeller und der United Fruit Company, heute extra umbenannt in Chiquita. Eine unrühmliche, umstrittene Rolle dabei spielt auch Henry Kissinger. Es sind viele Südamerikaner damals nach Europa geflohen. Man schätzt alleine 30.000 aus Chile. Als sie die Ideen der europäischen Opposition zurückbrachten, steckten sie die Bevölkerung ganz schön an. Sie sind dort viel radikaler als die europäischen Völker. Bei den Macho-Verhältnissen hatte das trotzkistische Bündnis FIT eine Demonstration in Buenos Aires für die Abtreibung initiiert mit 500.000 Teilnehmern. Die Trotzkisten mobilisieren die Massenbewegung, nicht mehr die Moskauer KP. Die hat nichts mehr zu melden in Argentinien. Argentinien und Chile sind die beiden Länder, in denen es keine nennenswerte indigene Bevölkerung mehr gibt. Argentinien 2,5% und Chile 11%. Dagegen Bolivien 67%. Obwohl sie die weiße Arbeiterklasse dort die immer angegriffen haben, musste der US-Staat gerade dort seinen neoliberalen Versuch starten. Erst in Chile 1973 beim Diktator Augusto Pinochet, dann in Argentinien beim Diktator Jorge Rafael Videla. Beides war ein Schuss nach hinten. Erst bei den bürgerlichen Nachfolgern Raúl Alfonsín, Carlos Menem und Fernando de la Rúa konnten die reichen Neoliberalisten jubeln und der Mittelstand und die Arbeiter verloren 50% ihres Lebensstandards. Bei de la Rúa dann hatten die Arbeiter endgültig die Schnauze voll gehabt und bedrängten den Präsidentenpalast mit mehreren hunderttausend Arbeitern. Nachdem die Polizei 16 Demonstranten erschossen hatte, wurde der Widerstand so heftig, dass de la Rúa mit dem Hubschrauber aus dem Präsidentenpalast floh. Den Zeugenbericht über diese Ereignisse muss man gehört haben. Er passt zu den Berichten, die alle den Schluss zulassen, dass Südamerika der erste Kontinent wird, auf dem endgültig die Arbeiterklasse siegen wird. Nach die Revolte in Argentinien von Chris Hamann, von Javier Carles, bricht über die Ereignisse
des 19. und 20. Dezember 2001 in Buenos Aires. Link 1. Zitat: Das Fernsehen sendete Bilder von Hunderten von Demonstranten, hauptsächlich Frauen und Kinder, vor einem Supermarkt, die laut schrien: Wir wollen essen, wir wollen essen. Im Laufe des Tages wurden hunderte Supermärkte im ganzen Land geplündert. Die Regierung und die Medien fingen an, über die vorherrschende Anarchie zu sprechen und die Notwendigkeit, die Ordnung wiederherzustellen. Präsident de la Rúa informierte die Bevölkerung am Mittwoch im Fernsehen darüber, dass er den Notstand erklärt habe. Bürgerrechte wurden suspendiert. Versammlungen von mehr als 2 Menschen wurden als subversiv betrachtet. Die Massenmedien durften zensiert werden. Der Apparat der Repression bekam Handlungs- und Verhaftungsfreiheit. Sobald er aufhörte zu reden, begannen einige Menschen in ihren Häusern auf Kochtöpfe zu schlagen. Diese Art des Protestes war am Ende der Militärdiktatur weit verbreitet. Dann kam der Protest auf die Straßen und wurde zur organisierten Aktion. Binnen einer Stunde forderten die Menschen den Notstand heraus. Um Mitternacht war der Plaza de Mayo voll von Menschen und Tausende hatten den verzweifelten Ruf: Wir wollen essen, durch einen Offensiven ersetzt. Schmeiß sie raus. Sie bezogen sich nicht nur auf die Regierung, sondern auf das ganze politische Establishment. Sie skandierten Parolen gegen jeden der Hauptfiguren der traditionellen Parteien und sogar gegen einige Gewerkschaftsführer, die diesen Parteien nahestanden. Die Polizei griff sie mit Pferden, Schlagstöcken, Schutzschildern, Tränengas und Gummischüssen an. Der friedliche Protest der Bevölkerung wurde zum Schlachtfeld. Viele derjenigen, die sich auf dem Plaza de Mayo eingefunden haben, waren noch nie auf einer Straßendemonstration. Es gab viele Kinder und alte Männer. Am Anfang war es leicht für die Polizei, die Demonstration einzukesseln und einzuschüchtern. Dann begann der Widerstand, sich zu organisieren. Der Platz war voll von Menschen und die Treppen vor dem Parlamentsgebäude auch. Ein paar Stunden nach dem Anfang des Protestes wussten die Menschen, dass der Finanzminister Carvalho zurückgetreten war. Dann fing am Donnerstag alles nochmal von vorne an. Bis Mittag kamen Menschen auf den Platz, der zum Schlachtfeld zwischen Volk und Regierung geworden war. Da waren gut und schlecht bezahlte Arbeiter mit den eigenen T-Shirts, vermummte Studenten in kurzen Hosen, alte Damen mit Handtaschen, Straßenkinder, Büro- und Bankangestellte in Kragen und Schlips, Müllarbeiter in Uniform, Indigenos, Mütter mit Kindern, alle auf derselben Seite der Barrikade.
Die Repression nahm zu. Die Polizei fing an, Bleikugeln zu verschießen, wodurch viele Menschen getötet oder verletzt wurden. Die Demonstranten antworteten, indem sie McDonald's, die Banken und andere Symbole des Kapitalismus und der Armut der Bevölkerung angriffen. Sie zündeten einige Gebäude und Fahrzeuge an. Der Kampf weitete sich auf die gesamte Stadt aus. Am Mittag trat der Präsident zurück. Die Regierung brach zusammen. Zitat Ende. Und er flog von dann. In dieser Zeit wurde das Militär nach Intervention gefragt. Zitat dem da. Ein Offizier sagte Journalisten, auch wenn die Situation sich zur Anarchie oder zum Bürgerkrieg entwickelt, wird meine größte Sorge sein, wenn ich gebeten werde zu intervenieren, dass meine Männer meinen Befehl noch gehorchen. Zitat Ende. Eben da, Link 1, ganz neue Töne. Als in den 1970er Jahren richtig kleinlaut sind die Offiziere geworden. In der Folge hauten viele Fabrikbesitzer aus Argentinien ab und zwangen die Arbeiter dazu, inzwischen über 400 Betriebe in Selbstverwaltung weiter auszuführen, meist schon offiziell. In ganz Südamerika wollte der US-Staat trotzdem seine neoliberalen Versuche durchführen. In Bolivien gab es 1997 schon so viele Lohnabhängige wie Bauern, 1,4 Millionen. Zu Bolivien noch ein Zitat von Chris Hamen. Der bolivianische Aufstand, etwas kürzer. In Bolivien wurde im Juni 2005 der Präsident gestürzt durch eine Bewegung, die das Potenzial zur Revolution hat, schreibt Chris Hamen. Zitat: Die 1990er Jahre waren für die Menschen in Bolivien wie auch im restlichen Lateinamerika schreckliche Jahrzehnte. Wirtschaftliche Zerstörung ging Hand in Hand mit neoliberalen Strategien, die vom Wirtschaftsberater der Regierung Lozada in Zusammenarbeit mit dem Harvard-Ökonom Jeffrey Sachs durchgesetzt wurden. Die Gegenwärtigkeit von Revolutionen im 21. Jahrhundert ist letzten Monat in den Straßen der bolivianischen Hauptstadt La Paz deutlich demonstriert worden. Die Medienberichte zeichnen ein Bild ähnlich dem von St. Petersburg im Sommer 1917, Berlin 1919 oder Barcelona im Herbst 1936. Sie erzählen von Generalstreiks, von Bauernmärschen auf die Hauptstadt, von der Besetzung von Brunnen und Flughäfen, von streikenden Bergarbeitern, die streikenden Lehrern, die Dynamitstangen reichen, um sie auf die Polizei zu werfen, von Versuchen, den Präsidentenpalast zu stürmen, von Plänen des Ölkapitals im Osten des Landes, sich politisch unabhängig zu machen. Weiter mit Südamerika vor der Revolution.
zweiter Teil von zwei Teilen.